Wenn die Diagonalen eines Vierecks sich in ihrer Mitte schneiden, dann ist dieses Viereck automatisch ein Parallelogramm. Wir sollen das hier beweisen. Legen wir los mit der Hypothese. Wir haben am Anfang dieses Viereck A, B, C, D. Wir wissen, dass M die Mitte von dieser Diagonale ist, was bedeutet, dass der Vektor AM derselbe ist wie der Vektor MC, daher diese Hypothese. Wir wissen aber auch, dass dieser Punkt M, dieser selbe Punkt M, auch die Mitte von dieser Diagonale BD ist. Woraus wir schließen, dass der Vektor MB genau derselbe sein muss wie der Vektor DM, daher diese Hypothese. Wir sollen beweisen, dass dank dieser Hypothesen dieses Viereck automatisch ein Parallelogramm ist. Um das zu beweisen, reicht es zu beweisen, dass der Vektor AB genau derselbe ist wie der Vektor DC. Dann haben wir unsere These. Also starten wir mit dem Vektor AB und zerlegen diesen zuerst mal in Vektor AM plus Vektor MB. Also so. Diese Zerlegung stimmt, denn diese zwei Vektoren sind aufeinanderfolgend und ihre Summe ist hier abzulesen. Diese Summe ergibt effektiv den Vektor AB. Durch die Hypothese wissen wir aber, dass dieser Vektor AM gleich zum Vektor MC ist und dass dieser Vektor MB gleich zum Vektor DM ist. Also können wir AM ersetzen durch MC und MB ersetzen durch DM. So. Und da die Vektorenaddition kommutativ ist, dürfen wir diese zwei Vektoren vertauschen, ist gemacht, und so erhalten wir zwei aufeinanderfolgende Vektoren, deren Summe hier abzulesen ist. Diese vektorielle Summe ergibt also den Vektor DC. Somit haben wir also bewiesen, dass dieser Vektor AB genau derselbe ist wie dieser Vektor DC. Und durch die Definition eines Vektors können wir daraus schließen, dass dieses Viereck ABCD ein Parallelogramm sein muss, was zu beweisen war. Also ist dieser Auftrag schon erledigt.